Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News. Ludwigshafen startet mit großer Kultur im Theater im Pfalzbau ins Jahr 2012. Zum Jahresabschluss gab es den Klassiker Dinner for One. Trotz der kurzfristigen Absage von Christiane Kaufmann kamen die Besucher voll auf ihre Kosten. Das Ensemble unter der Leitung des amerikanischen Theaterschauspielers Richard Glotfelder legte mit Breakfast for Three noch eine gelungene Szene nach, bei der die Beziehungen von Miss Sophie zu ihren Bekanntschaften aufgeklärt wurden. Unter tosendem Applaus endete also das Jahr 2011 im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. 2012 schlossen sich die Highlights nahtlos an. Das Salzburger Operettentheater entführte unter der Leitung von Katalin Domann mit Franz Lehas Land des Lächelns die Besucher in die Welt der Operette. Die Aufführungen wurden ebenso mit besten Kritiken verschiedenster Medien bedacht, wie die Neuinszenierung des Pfalztheaters Kaiserslautern mit der Puccini-Oper Madame Butterfly. Stimmgewaltig und ausdrucksstark präsentierte sich das Kaiserslautra Ensemble unter der Leitung von Till Haß in Ludwigshafen. Weitere hochinteressante Aufführungen präsentiert das Theater im Pfalzbau noch im Januar. Ab Donnerstag bis Samstag ist das Tanztheater Wuppertal Pina Pausch zu Gast. Am Sonntag und Montag füllen die Mäusebrüder Franz, Willi und Anton die Theaterbühne unter dem Sofa von Familie Hofmann mit Leben. Das gesamte Theaterprogramm finden Sie natürlich im Netz unter www.theater-impfalzbau.de.